Herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Diesmal geht es um das Thema mein Tattoo, wann ich stechen lassen habe, warum ich stechen lassen habe. Wenn ihr wissen wollt, dann bleibt dran auf mein Intro. Ich zeige mein erstes Tattoo. Habe ich letztes Jahr im Mai gemacht. Mein erstes Mal. Für meine Tochter, Lena Sophie, dann noch ein Sternchen, weil ich ein Nachtkind war und ein Schmetterling. Das bedeutet, ich soll die Lena gut beschützen. Ich mag gerne Schmetterling, die Lena auch. Jetzt zeige ich mein zweites Tattoo. Ich hoffe, man kann es erkennen, weil es sehr schwierig ist, mit der Kamera hinzuzeigen. Vogeltattoo habe ich für meine Tante stechen lassen. Sie ist leider genau zu meinem Geburtstag gestorben, 2009. Da war die noch gerade mal 3 Wochen alt. Das war echt heftig. Einen zu meinem Geburtstag. Ich habe jedes Mal eine Bange kurz vor meinem Geburtstag, weil es ja auch ein Todestag ist. Aber mittlerweile habe ich überwunden. Bin trotzdem immer traurig, weil ich daran denken muss. Die war so alt wie eine Oma für mich. Die ist immer für uns da gewesen. Sehr traurig. Und das habe ich letztes Jahr im Oktober stechen lassen. Es war echt schmerzhaft am Bein. Aber mir war das egal, weil es mir echt wichtig war. War eine echt eine coole Tante. Jetzt zeige ich euch mein drittes Tattoo. Habe ich dieses Jahr im Tattoo-Messe machen lassen. Ein Zeichen. Ist nicht so toll geworden, aber es gefällt mir trotzdem. Weil die Farbe immer rausgeht. Durch den BH. Das habe ich machen lassen. Weil ich verrückt nach Charme, die zauberhaften 3 Hexen. Wenn ihr nicht wisst, was das ist, dann zeige ich euch mal. Das ist Charme, das Zeichen. Das habe ich in der Kindheit gerne geguckt. Das war immer meine Vorbilder, weil ich habe immer geträumt. Oh, ich würde am liebsten zaubern können. Unsichtbar machen oder reich zaubern. Ich gucke das immer wieder gerne. Ich mag das auch. Ich kenne das schon auswendig. Das ist meine Lieblingsserien ist das. Das habe ich schon seit der Kindheit geguckt, in der Schule. Schade, dass keine mehr kommen. Es gibt nur 8 Staffeln. Ich hätte gerne gewusst, wie es weitergeht. Eine von den Schwestern, weil die Kinder bekommen hat. Ob die dann weiter zaubern und sowas, aber das machen die nicht mehr. Schade. Das ist auch viel zu alt jetzt schon. Das ist schon 9 Jahre jetzt her, wo die letzte Staffel rauskam. Naja. Jetzt zeige ich mein 4. Tattoo. Das habe ich dieses Jahr in Juli machen lassen. Bei mir ist das Problem nur oben, die 2 Rosen, da geht die Farbe immer raus. Die hat jetzt schon einmal nachgestochen. Ich muss wahrscheinlich nächsten Monat nochmal hin und gucken lassen, weil Problem bei mir, die Haut macht da nicht oben richtig mit. Aber auf jeden Fall ist es viel besser drinnen geblieben als vorher. Ich habe das machen lassen, weil ich mich gerne früher versteckt habe. Weil ich mich nicht getraut habe, was zu sagen. Ich war sehr schüchtern. Muss ich sagen, bin ich immer noch ein bisschen, was angeht. Aber ansonsten bin ich viel offener als vorher. Und das ist mein Anzeichen. Ich bin auch sehr stolz darauf. Ich mache das auch mit der Maske und die Rosen. Und die schönen Haare. Das Schönste.
Es soll mich erinnern von meiner Kindheit, dass ich jetzt offener bin für meine Tochter. Ich muss ja ein Vorbild sein für sie. Ob ich jetzt noch weitere Tattoo haben möchte, ja. Ich habe auch schon welche in Planung. Das werde ich aber noch nicht sagen, weil ich muss auch mal sparen. Sie müssen auch mal was für andere sparen. Wir haben bald Schuheinführungen vor der Tür und alles. Die Lena will auch alles haben. Sorry wegen meinen Haaren, aber es bringt zurzeit nicht mit dem Glatteisen, weil draußen stürmisch ist und regnet und schneit. Dann Wind ohne Ende. Sorry, sorry. Wenn euch das Video gefallen hat, macht Daumen nach oben. Und wenn ihr in Zukunft keine Videos mehr verpassen wollt, dann abonniert meinen Kanal. Oder wenn ihr irgendwelche Videowünsche habt oder Vorschläge habt, ich bin dafür immer bereit. Dann schreibt es bitte in die Kommentare oder in deine Infobox. Ansonsten sehen wir am Sonntag beim zweiten Advent. Tschüss!